Und Tag zusammen. Zu Tribünenhocker, Folge Nummer 60 in der Saison 2018-2019. Nach unserem Auswärtsspiel bei Mainz 05, Samstagabend Topspiel. Das ist, glaube ich, um direkt schon mal thematisch einzusteigen, vom Namen her nicht verdient hatte. Nein, also ich glaube, für den neutralen Zuschauer war es jetzt nicht das allergrößte Fest. Und naja, von daher trotzdem nimmt man natürlich gerne den Sieg mit, 1-0. In Mainz, was glaube ich in der momentanen Phase sehr wichtig ist, und da ist es auch nicht so schlimm, dass man kein Fußballfest gefeiert hat. Ja, es war ja im Prinzip letzten Endes, um das Fazit vorwegzunehmen, genau das, was ich insgeheim auch so ein bisschen gehofft hatte, dass man nämlich durch vielleicht noch nicht mal das schönste Spiel, aber am Ende das beste Ergebnis erzielt und so einen schmutzigen Sieg mitnimmt. Wie es genau dazu gekommen ist, darüber sprechen wir jetzt. Ja, angefangen mit der Startaufstellung von Borussia, die an vier Positionen verändert war. Matthias Ginter konnte nicht, gesundheitsbedingt oder verletzungsbedingt, aber es soll wohl nicht so schlimm sein, also wahrscheinlich sehen wir ihn auch bald wieder. Ansonsten, ja, Johnson für Lang, Strobel für Kramer und Zakaria für Florian Neuhaus. Ja, ich meine, im Endeffekt einige der Wechsel sind aus meiner Sicht nachvollziehbar. Also auch Fabian Johnson nochmal auf der rechten Seite die Chance zu geben, ist aus meiner Sicht auch in Ordnung. Strobel, Kramer, da scheiden sich so ein bisschen die Geister aus meiner Sicht. Aber da wissen wir immer, dass wir zwei Leute haben, die auf der Position sehr gut spielen können. Und ja, ich meine, ansonsten, Matthias Ginter hast du angesprochen, hat, glaube ich, Probleme im Oberschenkel gehabt. Von daher war das die logische Konsequenz. Ja, und die etwas defensivere Ausrichtung auch mit Zakaria dann im Spiel war im Endeffekt vielleicht auch der Grund dafür, warum man eigentlich auch hinten wenig zugelassen hat. Ja, wobei, ja, du sprichst es gerade an, zwei Männer, die auf der 6 gut spielen können, Strobel und Kramer. Ich denke, Christoph Kramer hat genau das ja in den letzten Spielen nicht so zeigen können, dass er gut auf der 6 spielt. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das Problem aktuell, was seine Personalie angeht. Wir hatten ja auch vor dem Spiel mal überlegt, kann man mal vielleicht beide zusammenbringen. Kramer ist eben von Haus aus eher ein Achter, ein Box-to-Box-Spieler, der viel unterwegs ist. Und vielleicht würde er mal an der Seite eines echten Sechsers wie Tobi Strobel helfen. Deswegen, ja, ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass wir die beiden mal zusammen sehen. Vielleicht kommt das noch, aber ja, so wird Christoph Kramer eigentlich, obwohl er gar nicht mal so schlecht gespielt hat die letzten drei Spiele, aber eben einfach nicht der Sechser im klassischen Sinne ist, wieder in diese Reservistenrolle gebracht, wo er, ja, auch seine Ballsicherheit und so weiter nicht so einbringen kann, wenn er auf der Bank sitzt. Ja, ja gut. Macht aber es war, glaube ich, auch wieder so ein bisschen der Versuch des Trainers, wirklich Kompaktheit, Geschwindigkeit auf die Achterpositionen zu bringen. Und deswegen dann wohl Zakaria und Hofmann. Ja, ganz klar hat man natürlich dann auch Zweikampfstärke, Laufbereitschaft, also potenziell mit Zakaria und Hofmann zwei, die natürlich dafür stehen, auch da im Kampf auch gut zu sein. Und man muss ja auch davon ausgehen, dass Mainz jetzt auch als Mannschaft im Vorhinein nicht die Mannschaft ist, die den Glanzfußball spielen möchte. Von daher schon nachvollziehbar. Und ja, ich finde auch, dass die Spieler das in der Anfangsphase alle gut umgesetzt haben. Ja, die ersten 5 bis 10 Minuten waren gut. In der zweiten Minute direkt die beste Szene vielleicht des ganzen Spiels. Die beste und einzige richtige Kombination, die funktioniert hat bei Borussia, über die rechte Seite. Hazard findet am Ende schön Stindl in der Schnittstelle, der schießt drauf, ja, Torwart hält. Abpraller, Torwart hält und dann auch nochmal Zakaria. Also dreifach Chance, wo ich bei allen drei Schüssen aber sagen muss, viel mehr war nicht drin. Mit ein bisschen Glück rutscht da einer von rein, aber so richtig einen Vorwurf kann man den Schützen da eigentlich nicht machen. Ja, also Zakaria hat, glaube ich, noch den besten Winkel, um zu schießen. Und vielleicht muss er da versuchen, den Ball einfach ein bisschen platzierter, vielleicht höher anzubringen, weil Stindl hat wirklich vor allen Dingen auch im Nachschuss einen sehr spitzen Winkel. Und da sagst du es richtig, kann man eigentlich nur hoffen, dass der Ball irgendwie reingeht. Ja, also das war dann auch eigentlich ein gutes Signal, wie so häufig eigentlich auch in den letzten Wochen. Borussia relativ am Anfang mit einer guten Phase, dann kamen noch so ein, zwei relativ schnelle Spielzüge, wo es hätte gefährlich werden können. Einmal flankt Zakaria dann zu ungenau, in der anderen Szene verlieren wir den Ball dann beim letzten Pass. Ich glaube, da verdribbelt sich dann Hofmann einmal kurz vorm Strafraum. Aber es hat natürlich wieder nicht geklappt, ne? Also man hat es nicht geschafft, das frühe Tor zu machen, und dann kamen plötzlich Unsicherheiten rein, Ungenauigkeiten rein, und man hat die Mainzer eigentlich dann eingeladen, auch am Spiel teilzunehmen.
Ja, was sie aber zum Glück nur bedingt angenommen haben. Also ich glaube, das Spiel war allgemein sehr fehlerbehaftet. Also sowohl Borussia als auch Mainz hat irgendwie nicht wirklich die zwingenden Aktionen gehabt, hinten auch jetzt keine großen Fehler gemacht, weswegen die Konsequenz daraus war, dass es überhaupt wenige Torchancen gab und das Spiel eigentlich eher so im Mittelfeld stattgefunden hat. Ich meine, das ganze Spiel über hatte Mainz ein paar Abschlüsse aus nicht besonders guten Situationen, und von daher war es einfach nicht das attraktive Fußballspiel. Ja, aber ab der 20. hat Borussia schon sehr viele Bälle verloren und die Mainzer auch immer wieder in Umschaltsituationen gebracht, die sie dann ganz schlecht ausgespielt haben. Teilweise den Ball 10 Meter übers Tor gejagt und auch aus, ja, teilweise Situationen, wo wir einfach dann aus der Bewegung heraus nicht gut stehen, gar nichts gemacht. Aber das war schon eine Phase, in der Borussia sehr fahrig und ich finde auch nicht gut gespielt hat und wo es auch gut hätte anders laufen können. Ja, Also ein das ist anderer klar. Gegner hätte uns da wahrscheinlich bestraft, Aber das ist ja, was ich meine. Also Mainz war halt auch in dem Spiel nicht so griffig und ballgewandt, dass sie uns da ausspielen konnten. Also das war das Glück, das wir dabei hatten, weil beide Teams einfach nicht präzise genug waren. Ja. Und eigentlich liegt es dann natürlich an uns oder an der besseren Mannschaft in Anführungsstrichen, dann mehr das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Aber das hat Borussia in der Phase dann auch nicht geschafft. Ja, also man hat den Kopf, glaube ich, auch gemerkt bei den Spielern da, dass da erstmal im Kopf war, irgendwie keine Fehler, also was heißt es, keine Fehler machen. Man hat die Fehler dann gemacht beim Aufbauspiel, weil man einfach eher so immer den Kopf halb in der Defensive hatte und gedacht hat, okay, erstmal sicher, erstmal irgendwie gucken, dass wir hier kein Gegentor kassieren. Und genau das ist ja das. Wenn du zu viel denkst, dann passiert das Gegenteil. Und dann hat zwischenzeitlich auch wirklich fast gar nicht funktioniert. Gar nichts funktioniert. Und ja, also auch gerade diese technischen Fehler, diese Abspielfehler, die dann bei den Versuchen mal schnell rauszuspielen passiert sind, die sind eigentlich ja, aus meiner Sicht nur mit dem Kopf erklärbar. Ja, also das sind viele, viele Kleinigkeiten, die man eigentlich niemals sieht, bei den Spielern, auf jeden Fall in der Häufigkeit. Und wir hatten auch natürlich ein bisschen Glück. Wir haben das, glaube ich, vor 2 Wochen oder beim Bayern-Spiel angesprochen, das Thema, dass viele Abpraller, wo man das Gefühl hatte, dass die Bälle eher zum Gegner gehen. Da hatte man auch ein paar Situationen, wo wir diesmal, glaube ich, ein bisschen mehr Glück hatten, als die Ja. Mainzer sich versucht haben, durchzukombinieren. Nee, das ist jetzt nicht der Grund, warum wir gewonnen haben, aber das war genauso die Sache, dass da auch in manchen Situationen, wo es mal brenzlig war, nicht der Ball unglücklich auch noch auf den Fuß des Gegners gefallen ist, was jetzt in den letzten paar Spielen doch häufig der Fall war. Ja, also das gehört immer dazu, dass du dann so das Spielglück auch hast, ne? Auf der anderen Seite, wir hätten auch vielleicht einen Elfmeter bekommen können. Bei einer Ecke wird Elvedi aus der Habe ich Bewegung im, schön im geschubst, ne? Ich Also. habe es jetzt auch nur gelesen, das ist wohl relativ deutlich. Also ich meine, ich habe die Szene auch nochmal gesehen, dass man da durchaus Elfmeter geben kann. Ich habe es jetzt, als ich das Spiel live gesehen habe, nicht so zwingend als Elfmeter gesehen. Natürlich gibt es einen Kontakt, aber gut. Ja. Gut, da sind wir wieder bei der Diskussion von letzter Woche, ne? Was Ja. ist dann, was muss gewertet werden? Muss gewertet werden, dass jemand fallen muss oder dass jemand geschubst wird oder dass er theoretisch auch nicht fallen müsste? Ja, also es ist halt immer so ein schmaler Grat, der nicht ganz auflösbar ist. Ich fand auch hier schon, muss ich sagen, dass die Bewegung des Mainzer Spiels einfach sehr klar gegen den Mann geht. Und Ja. das ist, aus meiner Sicht, immer die Definition eines Fouls, wenn du dich nicht zum Ball orientierst, sondern ausschließlich zum Mann. Und wie gesagt, ich denke mal, es war kein hundertprozentiger Elfer, aber mit ein bisschen mehr Glück oder wenn wir mal, sagen wir mal, die Schiris ein bisschen mehr auf unserer Seite haben, dann kriegt man so einen vielleicht sogar gepfiffen. Das kann durchaus Ja, passieren. aber wie gesagt, es ist ja gut, dass wir nicht da dran. Genau. Außerdem, ich glaube, die Ecke oder wo, was vorher geschehen ist, das war, glaube ich, auch nicht ganz richtig. Genau, die Deswegen, wäre, ich glaube, wäre. Plea war da zuletzt am Ball. Ich glaube, die Zakaria, Szene war, oder ja. Zakaria. Ja, von daher ist es vielleicht auch in dem Sinne irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, also generell muss man ja immer sagen, diese ganzen Dinge, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen Spielglück, Bälle springen wohin, Schiedsrichterentscheidungen und so weiter, haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt, die können negativ Auswirkungen auf ein Spiel haben, aber die entschuldigen natürlich nicht das Verhalten von Mannschaften auf dem Platz. Und ich glaube, Ja. dass in dem Spiel jetzt Borussia eigentlich immerhin, das muss man sagen, ja, immer den Willen hatte, Laufbereitschaft zu zeigen, ja, zu kämpfen in gewisser Ja. Weise, Fußball zu arbeiten, ohne jetzt dabei zu glänzen. Und ich meine, man sieht es ja auch, glaube 120 Kilometer sind sie wieder gelaufen. Das ist deutlich mehr als in den letzten Spielen. Und so kann man dann vielleicht sich das da herleiten. So kommt dann irgendwann auch wieder vielleicht die Leichtigkeit zurück.
So, ne? Ja, anders geht's nicht. Ich glaube, das hat ja Dieter Hecking auch im Sportstudio auch gesagt gestern Abend, dass man sich vielleicht selber ein bisschen schwer gemacht hat, weil man doch im Kopf hatte, entweder die Heimserie oder dass man so weit oben steht. Und ich glaube, jetzt muss man mal wieder von unten das neu aufbauen und auch einfach sich so ein bisschen Sicherheit holen über Ergebnisse. Und nicht nur dadurch, dass man dabei ist, Rekorde zu brechen oder super dasteht, sondern einfach mal mit den Basics wieder 3 Punkte, kein Tor kassiert und eigentlich nicht so viel zugelassen. Ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ja, wobei es natürlich trotz allem bedenklich ist, dass eine Mannschaft, aber das kennen wir von Borussia eigentlich auch schon seit Jahren unter verschiedenen Trainern, dass wir immer wieder diese Phasen hatten, wo die Mannschaft so ein bisschen gedanklich nachgelassen hat, wenn es mal zu gut lief. Und wir sagen das ja auch immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen. Wir sind froh darüber, dass wir so eine sympathische, vernünftige, also für Bundesliga-Verhältnisse vernünftige Truppe zusammen haben mit guten Typen. Aber es ist halt immer so, dass uns auch irgendwie trotzdem so diese totale Arschloch-Mentalität auch mal abgeht. Und ich glaube, so einer, der in der Kabine mal die Tür eintritt, also der ist einfach nicht da. Und gerade in so Phasen, wo man das Gefühl hat, alle andere, der schwebt vielleicht schon wieder ein bisschen auf Wolke 7. Da muss bei Borussia dann immer erstmal wieder so ein Negativereignis passieren, damit man das rausbekommt. Ne, das ist leider so. Ich glaube, das ist aber auch eine Erfahrungssache. Also ja, Borussia hat gut, immer schon seit jeher immer mit jungen Spielern arbeiten müssen und von daher ist das halt auch schwierig, weil solche Spieler sind dann häufig zum ersten Mal in der Situation, dass sie was zu verlieren haben. Weil eigentlich fängt man bei Borussia die Saison an, man hat eigentlich nicht so viel zu verlieren. Die Erwartungen sind nicht, dass man Meister wird oder irgendwie was in die Champions League kommt. Das sind nicht die Erwartungen, das sind Hoffnungen und Wünsche, aber dann hast du plötzlich was zu verlieren. Und das kann natürlich gut sein, wenn du junge Spieler hast. Und zum Beispiel Nico Elvedi, ich meine, er hat jetzt gegen Mainz ein gutes Spiel wieder gemacht, sogar das Tor geschossen, aber an ihm hat man es aus meiner Sicht halt besonders gesehen, dass er da irgendwie vielleicht im Kopf nicht ganz so frisch war wie in den Spielen vorher. Die berühmten 5%, die dann gefehlt haben, die dann verheerend sind in der Bundesliga. Ja. Und aber wie gesagt, du hast es gesagt, obwohl die Halbzeit, gerade der zweite Teil der ersten Halbzeit, sage ich mal, ab der 20. Minute wirklich nicht gut war, man geht mit dem 0-0 in die Pause. Man kommt aus der Pause, wie ich finde, etwas besser raus. Mainz hatte noch so eine Halbchance, aber danach eigentlich hat man die Spielkontrolle wieder sich weitestgehend zurückerarbeitet, ohne dabei zu glänzen. Hat auch mal einige Male Zakaria mal mit dem robusten Vorstoß nach vorne ein, zweimal auch mal Zweikämpfe gewonnen, die wichtig waren, sich auch mal, wo die Mainzer dann nur noch mit dem Foul, mit dem taktischen Foul oder so hinterherkamen. Das sah dann schon ein bisschen besser aus, ohne, wie gesagt, zu glänzen. Ja, und aus so einer Phase raus machen wir dann eben dieses Tor. Ich glaube, der Freischuss, der davor ging, war eine Aktion, wo sich, glaube ich, sowohl Zakaria als auch Hofmann. Das war ein kurz ausgeführter Eckball. Stimmt, das war ein kurz geführter. Kurz davor war noch ein anderer Freistoß, wo wir auch so im Halbfeld raus. Ja. Aber der Eckball, genau, kurz ausgeführt, haben die Mainzer ein bisschen gepennt. Aber das ist ein Ding, ich glaube, das ist schon gar nicht ungewollt gewesen, die Variante, dass man kurz ausführt auf den zweiten Pfosten und wieder den Ball reinschlägt, dass es dann so funktioniert. Strobel hat da auch ein bisschen Glück, dass er irgendwie den Ball mit dem Schienbein da in die richtige Richtung bekommt und Elvedi hat dann natürlich auch das nötige Glück, dass der durch den Torwart durch quasi oder unter dem Torwart durch. Aber das ist genau, was man halt auch mal braucht. Also es war jetzt auch nicht so ein aus meiner Sicht ganz klassisches Kacktor, weil man hat schon irgendwie gesehen, dass es eine Variante war. Aber das sind genau die Dinger, das braucht man mal. Strobel, obwohl er den Ball nicht richtig trifft, kriegt ihn zu Elvedi. Elvedi bringt das Ding einfach irgendwie über die Linie und Ja, das ist genau der Punkt. Und das haben wir vielleicht gebraucht. Hoffentlich war das auch so ein bisschen dann ein Brustlöser im Laufe des weiteren Spiels. Mainz hat es natürlich noch so ein bisschen versucht, aber ich finde auch nicht mit der nötigen letzten Konsequenz. Ich meine, ganz ehrlich, das ist eine Mannschaft, die, wir haben es schon vor dem Spiel gesagt, die haben jetzt eigentlich schon mehr erreicht, als sie sich vor der Saison gedacht haben. Nämlich sie stehen 10 Spieltage vor Schluss eigentlich als Nicht-Absteiger fest und sind dann im Mittelfeld, haben keine große Aussicht auf weiter oben. Und dann fehlt dann vielleicht auch dieser allerletzte Wille am Ende. Die haben Mateta gebracht, um ein bisschen mehr Größe reinzubringen. Da haben dann alle lustigerweise sowohl bei uns im Chat als auch der Kommentator direkt alle, Mateta gegen Janschke, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, Janschke hat 3 Kopfballduelle geführt und alle 3 gewonnen. Ja. also da war dann nicht so, dass man das Gefühl hat, die wollen wirklich jetzt auf Teufel komm heraus noch den Ausgleich erzielen. Nein, das ist ja auch, Mainz ist ja auch keine Mannschaft, die jetzt von der Bank dann nochmal die Wahnsinnsqualität bringen kann und auch nicht so die ganz herausstechenden Spieler hat.
Und von daher ist es halt so, dass man, also ich hatte nie in dem Spiel nicht den Eindruck, dass wir da jetzt nochmal großen Tor kassieren. Ich habe aber auch nicht den Eindruck gehabt, dass wir noch eins schießen. Von daher ist das Spiel dann so vor sich hingeplätschert. Ja, wir hatten noch mal ein, zwei ganz gute Umschaltsituationen, die wo dann eben auch einmal, glaube ich, ein taktisches Foul oder zweimal Ja, sogar ein taktisches genau. Foul von Mainz verhindert, dass wir noch mal weiter nach vorne kommen. Aber der letzte Ball kam auch häufige Male nicht an. Also hat man wirklich gesehen, heute ist man froh, wenn das Spiel vorbei ist, wenn man das 1-0 mitnimmt. Und man hat ja auch, glaube ich, die Jubelreaktion nach dem Spiel gesehen. Ja. Die Spieler haben direkt eine Traube gebildet, haben sich wirklich richtig gefreut, weil das war wahrscheinlich mal so ein Stein, der den Jungs da vom Herzen Ja, gefallen ist. wenn man 1:11 als Tordifferenz in den letzten drei Heimspielen hat und so auf die Eier bekommen hat von den Bayern, auch wenn Wolfsburg es ja auch nicht besser gemacht hat, aber dann ist es natürlich schon, und jeder redet dich schon wieder klein. Und dann ist es, glaube ich, eine Riesenerleichterung, wenn du dann auch die richtige Antwort gibst. Es war ja auch im doppelten Sinne wichtig, weil heute ja die Konkurrenten um die Europaplätze zumindest alle drei geschwächelt haben, alle geschwächelt haben. Das heißt, es sind jetzt wieder 7 Punkte auf Platz 7, was natürlich sehr komfortabel wieder klingt. Leipzig hat nur unentschieden gespielt. Genau, Leipzig hat nur unentschieden gespielt, da ist man punktgleich. Auf der anderen Seite Leverkusen und Frankfurt, die beiden Mannschaften, die uns ja nun mal auch wirklich noch zu denken geben, was die Champions League angeht, die spielen noch. Das heißt, also zum jetzigen Zeitpunkt, während wir aufnehmen. Das heißt, da kann es auch sein, dass die trotzdem nochmal wieder näher ranrücken. Aber es war jetzt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ein kleiner, ich sag mal, ein kleiner Bonuspunkt oder zwei Bonuspunkte vielleicht, No. die wir gegen Freiburg jetzt unbedingt veredeln müssen. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Ich denke, um das mal rund zu machen, Lars Stindl hat es wunderbar gesagt, auf die Frage hinweg, wie das jetzt einzuschätzen ist. Und er hat gesagt, schmutzige Siege sind eigentlich die schönsten Siege. Das habe ich ja vor dem Spiel auch gesagt, weil manchmal braucht man eben einmal so ein Spiel, um am nächsten Spiel wieder gelöst und vernünftig und gewohnt aufzuspielen. So ist es. Und von daher denke ich mal, gehen wir mit diesem Schlusswort Ja. mal in die Spielerbewertung herein Ja. und haben hier die Aufstellung vorbereitet und fangen im Tor mit Jan Sommer wieder an. Ja, kaum geprüft, würde ich sagen. Aber mit, muss man schon mal direkt sagen, wie ich finde, ein bis zwei Szenen, wo er raus muss und nicht rausgeht. Und bestimmt vier oder fünf, wollen wir es ihm zum Vorwurf machen? Ich weiß nicht, aber Abschlägen ins Also Nichts. ich finde es manchmal albern, wenn man sich über ein, zwei Abschläge aufregt, die ins Ausgehen. Das kann einfach passieren. Aber bei dem Spiel ist es mir auch wirklich extrem aufgefallen und so ein paar Sachen wirklich. Eine Szene, glaube ich, wo der Ball, wo er den ganz einfach abfangen kann, aber dann der Mainzer Spieler fast noch im Strafraum an den Ball Ja. kommt. Das sind einfach Sachen, die sollten ihm nicht passieren. Vielleicht lag es am Heimtrikot, das er anhatte. Wobei das Das schick aussieht. Torwarttrikot sah schick aus. Ich glaube, da ist er auch Fan von. Aber ich denke mal, für den ganz Grünen reicht es diesmal deswegen nicht. Ne, ich würde sagen, mit Gelb sind wir da auch gut bedient. Aber man darf nicht vergessen, er wird wieder gefordert sein in Spielen, wo es richtig hart auf hart geht und wie gegen Bayern. Seine Reflexe wollen wir nicht missen. Also von daher, es gibt eben auch solche Spiele, Genau. wo man sich nicht auszeichnen kann. Ja. Gut, ja, die Außenverteidiger, ich würde sagen, beide defensiv sehr solide, Wendt und Johnson. Johnson ja auch jetzt, nachdem Lang ja sehr unglücklich gegen Bayern aussah, fand ich, hat das ordentlich gemacht, hat sich aber auch vorne sehr zurückgehalten. Also untypisch eigentlich, er hat ja seine durchaus auch Qualitäten vorne, war er wirklich sehr auf Defensive bedacht, aber das hat auch soweit funktioniert. Von daher würde ich beide da auf einem etwa gleichen Level mit Gelb-Grün sehen. Ja, das sehe ich auch so. Bei Wendt ist mir aufgefallen, dass er viele der Ecken geschossen hat, die nicht wirklich ganz gefährlich, die waren nicht schlecht, aber sie waren irgendwie nicht ganz so gefährlich. Und dann, dass das Tor dann aus einer kurzen Ecke kommt, da will ich ihm auch keinen Strick draus drehen. Aber naja, weil ansonsten ist es, glaube ich, meistens Hofmann gewesen oder Hazard, die Ecken geschossen haben. Mal sehen, muss man mal abwarten, ob sich das so. Ob das so bleibt. Er hat einen schönen Schnitt in seinen Bällen, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, so wie du auch, dass es nicht unbedingt immer klar war, wer jetzt Genau, gesucht ja. wurde von den Bällen. Ne? Das war ein bisschen das Problem. Genau. Ja, Toni Janschke. Für mich so ein bisschen der heimliche Star des Spiels. Wurde ja relativ kurzfristig anscheinend doch in die Mannschaft berufen und hat es ganz souverän gemacht. Eine ganz kleiner Wackler im Aufbauspiel, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Ansonsten wirklich alles weggeräumt.
sich eben auch gegen größere Spieler im Kopfballduell durchgesetzt. Das ist seine Stärke, dass er einfach ein sehr gutes Timing hat. Und ja, ich sag mal so, der Gegner war jetzt auch nicht so zwingend, ja. Aber da kann er natürlich seine Erfahrung dann auch ausspielen in solchen Spielen. Ja, also ich finde es dann auch immer wieder beachtlich, auch wenn er jetzt, ich weiß nicht, wie viele Wochen nicht gespielt hat, ja. Dass er dann reinkommt und seinen Stiefel runterspielt. Wie gesagt, der Gegner war Mainz, es waren jetzt nicht die Bayern, ja. Aber trotzdem, das muss man erstmal so machen und von daher würde ich ihm da den Grünen ja, auf jeden Fall geben. Und Nico Elvedi, schon angesprochen, hat, glaube ich, wie gesagt, der Gegner war Mainz, auch nicht, ich will Mainz auch nicht zu schlecht machen, aber er hat anscheinend wieder seinen Rhythmus gefunden und sogar getroffen und vielleicht ist das wirklich so eine Geschichte, die ihm jetzt nochmal wirklich aus dem Loch der letzten Wochen ganz rausholen kann. Absolut, zum einen das, zum anderen, was ich gut fand nach dem Spiel, er wurde ja auch auf diese mögliche Elfmeterszene angesprochen, wo er geschubst wurde und war da eher so ein bisschen defensiv, nach dem Motto, ja, weiß ich nicht, ob man den geben muss. Ja. Wie gesagt, diese eine Perspektive sieht relativ klar aus, aber auf der anderen Seite zeigt das vielleicht auch, dass er sich über die Szene von letzter Woche Gedanken gemacht hat, die Martinez-Szene. Wie gesagt, ich bleibe dabei, für mich ist es ein klares Foul, muss abgepfiffen werden, ja. Aber es wurde ja nicht ganz zu Unrecht angemerkt, dass er so ein bisschen von seiner Körpersprache und auch, dass er so schnell liegt, etwas leichtgewichtig wirkt. Ja. Und vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass er da auch mal sich Gedanken macht, noch ein bisschen mannhafter zu wirken, ja. In so einer Szene. Aber das heißt im Endeffekt auch grün? Ja, würde ich sagen. Ich meine, er hat auch getroffen, was soll, soll er denn sonst noch machen? Ja. Ja, Tobi Strobel. Ja, ist gut, dass er wieder da ist. Es gab ja zu Recht auch die ein oder andere, wie ich finde, zu Recht auch die ein oder andere Kommentierung, dass es ein bisschen ohne Not war, ihn in den letzten Spielen draußen zu lassen. Ja. Ich sage immer wieder dabei, ich sehe keinen Widerspruch in Strobel und Kramer. Ich sehe Tobi Strobel als einen klassischen Sechser, der zwischen die Innenverteidiger fällt, der Räume zuläuft, wenn die Mittelfeldreihe sonst überspielt ist und der ansonsten Bälle verteilt und strategisch agiert. Und auch mal einen langen Ball spielt. Das macht er wunderbar. Das ist der Spieler, den wir im Kader haben, der das kann. Ja. Und deswegen, man hat gesehen, dass er wieder da ist, würde ich sagen. Ja, ich finde auch. Nach vorne war natürlich nicht viel. Das ist genau die Sache. Also diese langen, von dir angesprochenen Bälle konnte er natürlich in der Form jetzt nicht so bringen, weil er einfach auch Mainz kompakt und relativ tief stand. Aber ansonsten hat er da seinen Job auf der 6 gemacht. Und ich würde da grün und gelb, ja. Würde ich ihm dann attestieren. Und das ist genau der Punkt. Gerade in so einem Spiel, wenn man sagt, man möchte vielleicht wieder zur Stabilität zurückkommen. Warum nicht Christoph Kramer auf eine der Achterpositionen bringen? Er ist ballsicher. Er kann auch auf engem Raum Kombinationen spielen. Ich sehe ihn aber auch eher auf der 6. Ja, aber das ist nun mal, die letzten drei Spiele haben gezeigt, dass es einfach nicht seine Position ist. Es ist nur seine Position, wenn wir gegen einen Gegner spielen, der sehr tief hinten drin steht. Und gegen Mannschaften, die das wie die Mainzer zum Beispiel auch, ich widerspreche dir da, ich finde, dass sie nicht tief standen gestern. Ich fand, sie standen sogar relativ hoch und haben uns damit eigentlich das Leben schwer gemacht. Ja. Und gerade in solchen Szenen braucht man Spieler, die auf engem Raum kombinieren können. Standen sie kompakt. Ja. Es waren nicht die Räume da, um lange Pässe aus dem Mittelfeld zu spielen. Ja, und man hat gesehen, dass gerade Danny Zekeria in solchen Szenen Probleme hat, weil er in seinem Laufspiel, in seinem Freilaufspiel nicht so erfahren ist und weil er gerade, wenn er den Ball bekommt, auch nicht so handlungsschnell ist. Und gerade da, warum nicht mal mit Christoph Kramer auf der 8? Ja, da muss ich dir aber auch recht geben, wenn wir dann direkt über Zekeria sprechen können. Also er ist einfach dann, er spielt nicht schlecht, er spielt aber auch, macht jetzt nicht wahnsinnig viel Gutes, was ein anderer vielleicht nicht machen könnte. Er ist aus meiner Sicht da so ein bisschen auf einer Position jetzt auch oder im Spiel wie gegen Mainz auch, wo er mitspielt, aber nicht besonders sich hervortun kann. Er hatte 3-4 Szenen, wo man sagt, das war wirklich gut gemacht. Vor der großen Chance in der zweiten Minute leitet er das Ding geschickt mit ein. Ja. Dann hat er noch 2-3 Antritte, wo er einfach mal mit Wucht sich durchsetzt und damit dafür sorgt, dass wir entweder einen Freischuss oder einmal eine Ecke bekommen haben. Aber was mir einfach fehlt, ist die strategische und das geschickte Verhalten in den Räumen. Das ist einfach nicht sein Spiel. Ja. Er war dann plötzlich mal auf der Außenbahn zwischenzeitlich, aber zwischenzeitlich mal kaum zu sehen. Ich bin da immer noch nicht so ganz überzeugt. Man weiß aber natürlich auch nicht, was die Vorgabe des Trainers ist. Also wenn man sieht, Florian Neuhaus bewegt sich auch sehr viel und bewegt sich auch auf den Außen. Nur Danny Zekeria ist da einfach nicht so gut aufgehoben, wie Florian Neuhaus das vor allen Dingen in der Hinrunde war. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Ich glaube, die Vorgabe des Trainers versucht er schon umzusetzen, aber er ist einfach nicht der richtige
Spieler aus meiner Sicht dafür. Das ist halt die große Frage. Bleiben wir bei der, wenn wir beim 4-3-3 bleiben, mit diesem einen Sechser und den zwei Achtern, dann muss man sich wirklich überlegen, was ist da die beste Mischung und passt er da wirklich dann ideal hin? Wenn wir auf Doppel-6 umstellen, dann sage ich wieder, ja klar, das ist seine Position, da ist er am stärksten. Und genauso ist es eigentlich mit Christoph Kramer. Er es kann einerseits auf der Doppel-6, ja, da hat er auch seine Stärken, und aber eben auch eher auf der 8, wenn es um enge Räume geht. Das heißt, du musst dir überlegen, wo ist die Mischung. Nur ich glaube, dass der Trainer immer noch der Überzeugung ist, dass Zakaria in diese Rolle stärker reinwachsen kann. Zakaria selber sagt, er sieht sich mehr in der Rolle. Er hatte eine Abschlussszene, die war nicht so schlecht. Ja. Er hatte zwar ein paar ganz gute Offensivszenen, aber generell fehlt mir einfach so diese ja, wie soll ich sagen, er ist kein Spezialist für diese Position. Genau, das ist ja, was ich sage. Und ich meine, ich habe es ja gesagt, also ich würde sein Spiel als gelb. Ja. Weil, wie gesagt, er hat jetzt ein paar ganz gute Aktionen gemacht, ein paar weniger gute Aktionen mit Ballverlusten, aber wie gesagt, er sticht nicht hervor. Er fühlt sich, glaube ich, immer noch nicht in der Rolle ganz wohl. Aber vielleicht sieht Hacking trotzdem, dass er es kann. Zakaria beteuert ja auch immer wieder, dass er das kann und dass es eigentlich seine Position ist. Von daher muss man einfach mal abwarten. Wenn man in einem Jahr, wenn er weiterhin diese Rolle spielt und immer noch nicht ganz zurande kommt, dann muss man vielleicht wirklich mal sagen, okay, vielleicht sollte man da wirklich ihn nur noch auf der 6 bringen. Man wird sehen. Vielleicht kann er da auch reinwachsen. Aber erstmal ist es ja am Ende gut gegangen. Und wie gesagt, er hatte seine Szenen. Gehen wir direkt mal zu Jonas Hofmann rüber. Da fand ich, das ist vielleicht ein bisschen das Gegenteil. Er hat eigentlich immer seine Rolle auf der 8, ist seine Rolle. Das kann er, das ist das, wofür er prädestiniert ist. Hat auch wieder ein, zwei Mal angelaufen und damit bei den Mainzern teil für Angst und Schrecken gesorgt in 2, 3 Szenen. Hat, glaube ich, sogar 2, 3 Ballverluste damit provoziert. Aber vorne, wenn er den Ball hatte, hat er dieses Mal eher so gespielt wie in den letzten 3 Jahren. Ja. Weil er hat quasi jeden Ball zum Gegner gespielt oder verloren. An alter Wirkungsstätte. An alter Wirkungsstätte. Ja, genau. Ja, das war ja Licht und Schatten. Also, um es auch vorwegzunehmen, da würde ich ihm auch den gelben Smiley hinstecken. Und weil wir wissen mittlerweile, dass er auf der Position einfach auch mehr bewegen kann, besonders offensiv. Und er arbeitet viel, er läuft viel, er führt viele Zweikämpfe, aber dadurch, dass wir jetzt wissen, dass er es besser kann und auch anderes machen kann gleichzeitig, ist das einfach, muss man da, glaube ich, attestieren nach dem Motto, das war okay, aber auch nicht mehr. Ja, es war halt fahrig. Es war halt wieder diese Fahrigkeit und diese Unruhe, die er eigentlich abgelegt hatte in vielen Szenen. Und am meisten bleibt mir da hängen die Szene, wo er vor den Strafraum dribbelt und eigentlich eine gute Szene hat und den Ball einfach dann in den Gegner reinläuft oder verliert. Ja. Na gut, guck mal nach vorne, wo ja nicht so viel passiert ist, muss man leider sagen. Ich finde da, um mal was Positives hervorzuheben, dass Alassane Plea am Spiel mehr teilgenommen hat und auch einige gute Szenen hatte, im Vergleich zu den letzten Wochen irgendwie frischer wirkte. Ja, das stimmt. Und er hat auch in 2 Situationen, nachdem er, glaube ich, auch im Strafraum den Ball bekommen hat, noch versucht, den Abschluss zu suchen. Auch gar nicht so übel. Und man merkt einfach, dass er das auch braucht, dass er den Ball mehr braucht. Er hat auch, glaube ich, 2, 3 Aktionen gehabt, wo er versucht hat, mal ein bisschen über den Flügel mehr anzulaufen und nach innen zu ziehen, was in einer Situation, glaube ich, auch ganz gut funktioniert hat, wo er, glaube ich, gefoult worden ist. Aber er braucht einfach ein bisschen mehr Bindung im Spiel. Und ich weiß aber ehrlich gesagt trotzdem nicht, wie lange er, also wann man endlich mal versucht, ihn vorne zu bringen. Er wechselt dann immer während des Spiels in die Position, aber und Dieter Hecking hat auch jetzt wieder im Sportstudio gesagt, wie wichtig es war, dass wir diesen anderen Spielertypen vor der Saison gesucht haben. Man setzt ihn aber eben nicht so ein. Und das finde ich momentan auch ein bisschen seltsam, wobei das Spiel möchte ich jetzt mal ausnehmen, weil das war schon von der Variante her nachvollziehbar, dass man eben sagt, lieber den Ballverteiler Stindeln in die Mitte zu ziehen, um eben einfach nicht zu offensiv zu agieren. Aber ich hoffe, dass vielleicht, wenn es wieder ein bisschen besser läuft, wenn die Gegner eher defensiv gegen uns spielen, dann mal die Variante zum Tragen kommt. Weil er ist nun mal eigentlich ein Stürmer. Und da sollte er eben die Räume kommen, wo er am stärksten ist. Ja, ich denke, der gelbe Smiley ist da auch in Ordnung. Ich denke, dass, wenn wir das jetzt vorwegnehmen, für die anderen beiden auch. Ja, wobei wir man können muss schon im Detail natürlich kurz noch drüber sprechen, sagen, weil aus meiner Sicht Thorgan Hazard hat nicht so viel am Spiel teilgenommen, wie man es sich vielleicht in so einer Situation auch erhoffen würde, weil er vor allen Dingen auch in den letzten Wochen, als es gut lief, zu einem der besten Spieler im Team geworden ist und auch das Team teilweise mitgetragen hat. Und da war er ein bisschen blass. Ja, also die Rückrunde bis auf wenige Ausnahmen ist ein bisschen durchwachsen für ihn bis jetzt. Ich fand die Auswechslung auch korrekt. Ich fand es gut, dass er mal rausgegangen ist und nicht Hermann,
dass nicht Plea rausgegangen ist, sondern er in dem Spiel, weil einfach außer den ersten 5 Minuten, wo er 2, 3 gute Szenen hatte, dann nicht mehr so viel kam. Ja, deswegen Gelb ist schon ganz gut bewertet, glaube ich. Am Ende von Gelb, während ich bei Stindl eher sage, er hatte wieder das Gelbe vom Ei. Er hatte wieder viele Bälle, die er sich hinten geholt hat, die er auch geschickt eingeleitet hat, wo er eben Stindl war. Er muss halt einfach mal wieder ein Tor machen. Also er hat das jetzt hat er doch. Ja, ich weiß, aber auch in solchen Szenen. Guck mal, die Szene in der 2. Minute, wenn er da das Ding reinmacht, dann ist doch alles gut. Dann läuft das. Aber zugegebenermaßen war der ja auch nicht, das war nicht der einfachste Abschluss. Also das ist, muss man ja auch sagen. Aber er muss einfach vorne drin sein. Und er findet aber auch besser jetzt wieder, aus meiner Sicht, zu seinem Spiel, in seinem Spiel. Ich finde, er hat wieder ein ganz gutes Spiel gemacht. Von vorne, also von den Jungs, die vorne spielen, war er doch der aktivste. Okay, aber du willst trotzdem bei Gelb bleiben. Willst du noch einen Grünen dazu? Ich gebe auch gerne Grüne. Nö, ist schon ja, gut. Ich denke mal, unsere Ich würde am liebsten immer allen Grünen geben. Ja, ich auch. Aber ich sag mal so, unsere Offensivleistung würde schon komisch aussehen, wenn wir da plötzlich Grüne vorne drin hätten. Weil ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, insgesamt 2 Torchancen im ganzen Spiel gehabt. Und sind mal froh, dass wir das... Oh, Entschuldigung. Dass ich jetzt alles umwerfe. Dass ich am Ende denke, nehmen wir das 1-0 und sagen, ihr könnt es besser und wir wisst das auch und ihr werdet es auch wieder zeigen. Ja, genau. Ein Wechselspieler, glaube ich, kaum zu bewerten. Patrick Herrmann noch ganz gut. Also in der 66. glaube ich, war dann auch, als ein bisschen mehr Platz war, hatte er mehr Bälle, aber auch nicht zwingend. Kramer und Lang haben auch eigentlich dann eher nur noch geguckt, dass der Laden hinten dicht bleibt. Und was ja auch im Endeffekt mehr oder weniger auch recht problemlos funktioniert hat. Ja, ich glaube, er wollte den beiden Spielern auch einfach zeigen, Kramer und Lang, pass auf, war jetzt doof gegen Bayern und so, aber ihr seid deswegen jetzt nicht komplett abgeschrieben. Ja. Man muss Leuten eben auch mal eingestehen, dass sie ein kleines Loch durchmachen, wobei ich bleibe dabei bei Christoph Kramer, bleibt für mich eine schwierige Personalie und wenn wir sehen, wie sich das im weiteren der Saisonverlauf entwickelt, weil wenn er gespielt hat und seinen Job ausgefüllt hat, hat er das eigentlich meistens sehr vernünftig gemacht. Absolut, ja. Und sogar geile Tore geschossen. 1 zumindest, ja. Ja. Genau. Okay, dann schließen wir das Spiel hiermit ab und sagen, toi, 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 ne, dass wir jetzt fußballerisch auch wieder weiter nach oben kommen. Das war jetzt einfach mal ein Drecksieg oder ein schmutziger Sieg oder ein Schweinespiel, was man gewonnen hat. Ich weiß nicht, welche Fußballfloskel mir jetzt noch dazu einfällt. Keine Ahnung. den Bock vielleicht umgestoßen, ich weiß es nicht. Aber gehen wir mal auf ein anderes Thema, was unter der Woche durchaus erfreulich ist, Fragezeichen. Raphael bleibt uns ein weiteres Jahr erhalten und verlängert bis 2020 seinen Vertrag. Ehrlich gesagt habe ich da noch nicht lang genug drüber nachgedacht, um das Ganze fundiert zu Hast sagen. Hast du dich nicht vorbereitet? Ich meine, klar, wenn Raphael in Form ist, dann ist er immer noch ein super Spieler. Dann kann er auch mehr als 60 Minuten, glaube ich, dem Team helfen, weil er ist sicherlich körperlich noch fit, trotz seiner 33 Jahre, die er jetzt, glaube ich, auf dem Buckel hat. Aber man weiß natürlich nicht, wie hoch das Verletzungsrisiko oder seine Anfälligkeit mittlerweile ist. Je älter er wird, desto mehr Verletzungen sind da, desto länger brauchen auch Kleinigkeiten, dass er wieder auf dem Platz steht. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich ihn nochmal langfristig in der Startelf sehen und wirklich mit sehr, sehr vielen Minuten. Es ist im Moment schwer vorstellbar, weil ich meine, ganz zu Anfang der Saison, fantastische Torvorbereitung gegen Leverkusen mit dem Dribbling. Ja. Da war der alte Raphael zu sehen, auch in einigen anderen Spielen der ersten Saisonphase ganz okay. Oder auch sogar besser als das. Aber er hat ansonsten ja schon, ich sag mal, diese phlegmatischen Phasen, die jetzt relativ auch die Oberhand genommen haben. Die Verletzungsanfälligkeit, der Rhythmus fehlt. Es kommt dann einiges zusammen. Und wenn man sieht, die Einwechslung gegen Bayern, okay, nach langer Pause in so ein Spiel reinzukommen. Aber da hat man auch gesehen, er will, wenn er reinkommt, dann auch häufig ein bisschen viel. Und jede Situation mit dem Dribbling lösen. Vielleicht ist das aber auch ein gutes Zeichen, weil ich meine, man weiß, dass wenn man selber mal Fußball spielt und wenn man mal einen abbekommen hat und vielleicht nicht ganz fit ist, man hat immer eine gewisse oder man hat vielleicht noch leichte Schmerzen, dann ist man einfach nicht bei 100%. Man bewegt sich nicht genauso, man vertraut seinem Körper einfach nicht so sehr, wie man es tun würde, wenn man zu 100% fit ist. Vielleicht ist das auch eine Geschichte, die Raphael jetzt in der Hinrunde hatte, als er noch ab und an gespielt hat, aber auch nicht ganz fit war. Vielleicht braucht er das, dass er wieder ganz bei 100% ist.
Die Frage ist, ob er überhaupt hinkommen kann. Aber weil fußballerisch, klar, wenn er fit ist, wenn er sich mit der Mannschaft eingespielt hat, dann ist er immer noch sehr, sehr viel wert, weil unabhängig davon, ob er noch der Schnellste ist oder noch der, was weiß ich, Größte ist er nie gewesen, aber er kann gut dribbeln, er hat ein super Auge, er hat einen guten Abschluss und das hilft einem eigentlich immer weiter. Ja, also ich finde es auch im Endeffekt eine richtige und nachvollziehbare Entscheidung, einfach auch, weil man sich natürlich nicht so viel Druck machen will. Wenn jetzt Raphael gehen würde, hieße das, man müsste diese Position schon ersetzen und wahrscheinlich müssen wir ja sowieso noch was tun im Sommer. Also das kann ich schon nachvollziehen. Er ist ja auch kein Lautsprecher, sondern das absolute Gegenteil. Das heißt, selbst wenn er dann die Saison ausklingen lassen würde und eben trotz allem vielleicht doch nicht so viel Einsatzzeit bekommt, dann ist jetzt ja keine Drama zu erwarten. Ich meine, er verdient natürlich die eine oder andere Mark. Ja, aber mit Sicherheit mit diesem Einjahresvertrag nicht mehr so viel wie bisher. Davon muss man auch ausgehen, aber natürlich ist er sicherlich noch einer der größten Posten in der beim Personal. Ja. Und von daher gut, aber wie gesagt, wenn er fit ist und wenn er seine Leistung bringen kann, dann ist er das auch wert. Ja, also wie gesagt, ich finde es auch im Endeffekt eine gute Sache, absolute Begeisterung, hört sich jetzt vielleicht auch anders an, es tut mir vielleicht auch ein bisschen leid. Ich finde es schön, dass er gehört ja auch mittlerweile zum Inventar. Das ist ein Mann, der war wirklich begehrt auch mehrere Jahre lang und hat bei uns Top-Leistung gebracht, ist trotzdem bei uns geblieben, fühlt sich einfach wohl hier und das ist eine schöne Sache. Ja. Nur es ist nicht mehr so, dass ich sage, um Gottes Willen, wenn er jetzt nicht verlängert hätte, würde das gesamte Konzept von Borussia über den Haufen geworfen. Es ist aber gut, so einen Spieler weiter dabei zu haben und es wurde ja auch gesagt von Eberl und Co., er ist nicht der große Leader oder Lautsprecher im Team, aber er ist einer, der durch seine Ruhe, durch seine Qualität sehr geschätzt wird. Und man hat auch, glaube ich, noch nie einen Spieler irgendwas Negatives über Raphael sagen, sondern eher so mit höchstem Respekt, wie über ihn gesprochen wird. Und gerade Lars Stindl hat sich da häufig schon zu geäußert, der ja jetzt auch lange genug sein Sturmpartner war. Also von daher ist es schön, dass die Borussia-Familie an der Stelle zusammenbleibt. Ja. Ich hoffe, dass es auch sportlich uns noch das ein oder andere Highlight dann im nächsten Jahr beschert. Wie gesagt, ich würde ihm einfach alle Zeit geben, die er braucht, um sich komplett wieder zu fit zu machen und zu rehabilitieren, was seinen Körper angeht. Und von daher, dann kann er uns auch nochmal helfen, weil auch für eine Viertelstunde, 20 Minuten kann er immer noch einen Impuls bringen. Auch wenn Dieter Hecking auf der PK vorher auch gesagt hat, das ist nicht der Grund, warum mit ihm verlängert worden ist, verstehe ich auch. Weil wenn er wirklich ganz fit ist und man eine Dreifachbelastung hat, dann muss er auch von Anfang an spielen können. Ja, ich meine, was fragt man da an Trainer, ob ein Spieler gehalten wurde, um nochmal jeweils 15 Minuten zu spielen? Also dafür gibst du die... in den letzten Jahren Topspieler war. Ja, dafür gibst du die paar Millionen im Jahr sicherlich nicht aus. Ja. Das ist wirklich ziemlicher Quatsch. Deswegen, gut, ich meine, bei Claudio Pizarro ist das vielleicht der einzige Spieler, der mir jetzt in der Bundesliga einfällt, den man vielleicht genau für sowas hat, aber das ist nun mal ein Sonderfall ohnegleichen, weil im Unterschied zu Raphael ist Pizarro eben einer, der wirklich aus dem Nichts heraus innerhalb von 10 Sekunden ein Tor machen kann, aber der jetzt auch nicht mehr so viel im Spiel involviert ist, wie das vielleicht vor 15 Jahren. Nie der große Läufer und Dribbler war. Also. Ja, deswegen, also wie gesagt, ich finde es eine gute Sache und ich hoffe einfach wirklich sehr, dass wir daraus auch nochmal auf dem Platz profitieren. Das hoffe ich. Ne? Und Raphael bei uns am Ende, wenn er dann der Maestro 2020 geht, nur in guter Erinnerung bleibt. Ja, mit dann 35 wahrscheinlich. Ja, gut. Ja. Mancher Körper ist so, mancher Körper ist so. Ja. Ich wär dann ja auch langsam von meinem Karriereende. Würde es ausklingen lassen. Ja. Okay. Ein Thema abseits von Borussia, worüber wir natürlich als Fußball-Podcast reden müssen, auch wenn es irgendwie auch im Thema ist, wo schon relativ klar ist, in welche Stoßrichtung unsere Meinung gehen könnte, ist natürlich die Situation in der Nationalmannschaft. Joachim Löw hat, um es nochmal kurz zusammenzufassen, letzte Woche in einer etwas kuriosen Art und Weise drei Weltmeistern, drei etablierten Nationalspielern, Hummels, Boateng und Thomas Müller, eröffnet, dass sie in Zukunft und auch anscheinend endgültig keine Rolle mehr spielen werden. Unter Joachim Löw. Ja, unter ihm. So, aber ich glaube, in seiner Denke ist er auch ewig, wird er ewig Bundestrainer bleiben. Deswegen, wenn er genug Nivea-Creme sich auf die Haut klatscht, dann sieht er auch ewig jung aus. wahrscheinlich. Gut, aber jetzt mal ohne diesen negativen Touch, versuch das doch mal objektiv zu bewerten. Was sagt man zu sowas? Ja, also dass wir uns auch jetzt schon, wenn man mal über die Bayern gesprochen hat, schon über oder Boateng und Hummels aufgeregt nicht, aber schon gesagt haben, sind nicht mehr die Jüngsten, sind vielleicht auch nicht mehr an ihrem Leistungspeak. Das ist klar.
dann in so einer Art und Weise die Jungs irgendwie aus der Nationalmannschaft zu verbannen, in Anführungsstrichen, finde ich völlig falsch, auch wenn sportlich vielleicht zu vertreten ist. Aber zum Beispiel Thomas Müller ist für mich ein Spieler, der, wenn es darauf ankommt, eigentlich immer da ist. Ja, bei der WM jetzt nicht. Bei der WM, wer war denn da? Ja, das kann man dann mal auch fragen. Also Thomas Müller, auf den ist, glaube ich, immer Verlass. Und jetzt gerade hat er auch, glaube ich, wieder sportlich eine Phase, wo die Bayern wieder besser spielen, wo er auch trifft, wo er vorbereitet. Und von daher ist das aus meiner Sicht die Art und Weise total unverständlich. Und sportlich ist es teilweise auch unverständlich. Ich finde, es gibt da mehrere Stufen. Erstmal die Art und Weise, wie es passiert ist. Also wenn man das so liest, dann hat er angeblich morgens versucht, Kovac zu erreichen, hat ihn nicht erreicht, hat sich trotzdem ins Flugzeug gesetzt, ist dann nach München, hat da mehr oder weniger geklingelt und gesagt, hier, ich möchte mal die drei Jungs sprechen. Also ganz so wird es nicht gewesen sein, aber ne, im übertragenen Sinne. Ja. Und hat dann wohl relativ kalt gesagt, okay, war eine schöne Zeit, aber nicht mehr mit euch. Ja. So, jetzt muss man natürlich mehrere Levels sehen, finde ich. Einerseits, und das war bei Twitter, das haben wir auch geretweetet, weil ich es perfekt fand, diese Fähigkeit von Joachim Löw, etwas, was sportlich sogar durchaus vertretbar ist, mindestens total vertretbar ist für den jetzigen Zeitpunkt, ja, zu machen, aber viel zu spät, weil eigentlich der Umbruch wäre im Sommer gewesen. Ja. Und das dann aber auch in einer Art und Weise zu tun, die direkt verbrannte Erde hinterlässt, anstatt einfach zu sagen, pass auf, Jungs, Momentan möchte ich es mit jungen Spielern versuchen. Ihr bleibt weiter dabei, ihr seid in meinem Hinterkopf, wenn es um die Dominierung geht. Und das so, ehrlich gesagt, hatte ich das am Anfang auch so verstanden, als ich die Meldung zuerst gehört habe. So nach dem Motto, jetzt sind die erstmal raus, aber dann, wenn wir die nächste Nominierung haben zu einer Weltmeisterschaft, wird wahrscheinlich wieder einer oder zwei von den beiden dabei sein. So. Aber er hat ihnen ja wirklich offenbar in relativ klaren Worten gesagt, dass unter ihm die Tür zu ist. Und das muss man sagen, was haben sich die Spieler zu Schulden kommen lassen? Die haben eine scheiß WM gespielt, das haben alle, wie du schon sagst. Boateng ist über den Zenit, Hummels ist mal so, Müller, ich meine, der Mann spielt seit er 19 ist mehr oder weniger regelmäßig 40 Spiele im Jahr und der hat vielleicht seinen Leistungshöhepunkt früher 40, erreicht als 60, andere Spieler. Ja. Früher erreicht als andere Spieler, aber er ist eben auch trotzdem immer wieder mal da. So. Und das heißt ja auch nicht, wenn so ein Spieler mal nominiert wird, dass er dann auch immer von Anfang an spielen muss. Es war einfach für mich auf verschiedenen Levels einfach falsch, auch wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt sage, ich möchte jetzt mit anderen arbeiten oder besser noch im Sommer gesagt, ich möchte erstmal mit anderen arbeiten und mir die anschauen, die sich entwickeln lassen. Hätte, glaube ich, niemand was gesagt. Aber warum schlägt man die Tür zu? Ich meine, die drei sind jetzt auch nicht die größten Sympathieträger für mich. Aber es geht ja jetzt um den Sportler. Und das verstehe also ich finde es immer eine sehr merkwürdige Maßnahme, wenn man einem Spieler quasi so die Türe zuknallt, auf ewig. Weil, stell dir mal vor, die Bayern gewinnen die Champions League, Müller ist überragend und Hummels und Boateng sind auch beide überragend. Und die Presse schreibt, das sind die besten Spieler der Welt, jetzt um mal ganz salopp zu sprechen. Dann kommst du an so Leuten nicht mehr vorbei. Von daher finde ich so eine plakative Aussage von wegen, ihr spielt keine Rolle mehr, einfach ein bisschen merkwürdig, weil, also ich habe dann direkt wieder im Kopf, weil nun mal Charakter in der Nationalmannschaft in gewisser Weise auch nicht gefragt ist, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, weil ich glaube, die drei Spieler sind mittlerweile auch so alt, gut, Boateng gibt, glaube ich, nicht so viel öffentlich von sich, aber Hummels und Müller sind auch diejenigen, die am ehesten auch mal Kritik äußern und ich glaube auch sogar nach der Weltmeisterschaft eigentlich am lautesten waren. Vielleicht war es für Löw jetzt die perfekte Situation, die auch loszuwerden. Ja, warum jetzt? Das ist ja das. Keine Ahnung, vielleicht, weil die Bayern, na gut, das ist eigentlich auch ein paar Wochen zu spät, aber die Bayern waren jetzt in den letzten Monaten auch nicht so überragend durchgehend, sind jetzt wieder da, aber das ist vielleicht auch so eine Sache, weil jemanden auf ewig quasi zu verbannen aus der Nation oder auf seine Amtszeit zu verbannen, das ist für mich immer sehr merkwürdig. Ja, also ich kann es auch in dieser Form überhaupt nicht verstehen. Es ist typisch Löw. Er hat es in der Vergangenheit schon häufiger genau auf diese Art und Weise gemacht. Bei Özil hat er sich quasi ja an ihn rangeschmissen und wollte eigentlich eher, dass der Özil nochmal zurückkommt und ihm die Hand reicht. Das ist ja sein Lieblingsspieler immer gewesen, aber ich verstehe es nicht ganz und es wurde ja auch eine Frage gestellt, ich weiß nicht, wer es war. Er hat einfach nur gesagt, warum konzentriert sich ein Bundestrainer nicht einfach immer darauf, die besten Spieler zu nominieren, die gerade aktuell in Deutschlands Kader sind. Warum sieht Löw seine Nationalmannschaft seit jeher als einen Kader wie einen Bundesliga-Trainer, wo Spieler dabei sind, die sportlich teilweise über Monate katastrophale Leistungen zeigen, ich übertreibe jetzt bewusst, aber wirklich nicht gut sind, ja, wo man sagt, was oder haben die noch... Oder wo es bessere auf der Position oder gibt. Oder wo es klar bessere gibt, aber er einfach sagt, nö, das ist mein Kader.
Also er behandelt, das ist sein Stil ist, einen Kader von der Nationalmannschaft nicht als ein Best-of einer Bundesliga oder deutschen Mannschaft zu sehen, sondern als seinen persönlichen Lieblingskader. Ich meine, du brauchst natürlich immer ein Gerüst, ein Konstrukt. Aber ich meine, die Personalie im Tor zeigt es ja. Ich glaube, Joachim Löw wird Ter Stegen niemals als Nummer 1 aufstellen. Nö. Da muss schon wirklich was vieles passieren. Und Manuel Neuer ist immer noch ein absoluter Top-Torwart, der aber trotzdem im Moment, glaube ich, nicht die überragenden Leistungen bringt, die Marc-André Ter Stegen bringt. Und auch in den letzten Jahren, fast als Gott verehrt wird in Barcelona. Und auch in den letzten Jahren war Manuel Neuer, hatte er Leistungsschwankungen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, das hat jeder Spieler. Aber das ist nun mal, wie gesagt, aber du brauchst natürlich so ein gewisses Gerüst, wie du es auch in der Bundesliga-Mannschaft brauchst. Da sind natürlich immer die Bayern dann vorne mit dabei, weil sie nun mal am konstantesten auf dem Top-Niveau spielen. Aber ich meine, damals Lars Stindl hat es auch, wie lange hat Lars Stindl einer der besten Spieler der Bundesliga sein müssen, damit er irgendwann mal gehört wird? Also, naja, und dann bestätigt er es im Confed Cup und gut, dann war er natürlich verletzt, aber wer weiß, ob er nominiert worden wäre. Ja, ich denke, gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich glaube schon, dass Stindl bei Jogi Löw ganz relativ hoch im Kurs stand. Als er ihn dann mal gesehen hat. Ja. Genauso wie damals Kramer, der dann mal irgendwie als, das war ja auch so eine lustige Geschichte, ne? Der spielt die ganze Saison wirklich gut. Wir hatten ein Problem auf der 6 in Deutschland. Dann lädt er ihn irgendwie für ein Spiel ein, was eigentlich nur Perspektivspieler zeigen sollte. Er sieht, ach, der kann doch was. Dann nimmt er ihn direkt mit in den WM-Kader. Ja. Das zeigt ja eben auch, gut, ich meine, wo war Löw an diesem Wochenende? Dortmund spielt zu Hause gegen Stuttgart, gut, kann man sagen, schwacher Gegner oder zumindest Abstiegskandidat, aber Bayern spielt gegen Wolfsburg, ja. Wolfsburg gerade in bestechender Form eigentlich gewesen in den letzten Wochen. Topspiel. Und wo ist er? In Freiburg gegen Hertha BSC. Das ist halt, nicht so weit, ne? Und das ist aber typisch Löw und das wissen wir. Er hat eben nur diese paar Top-Vereine im Blick und es verlässt einen ja immer auch so nie dieses ganze Gefühl, dass er eben seine Lieblingsspieler hat. Und dass bestimmte Spieler es eben deutlich schwerer haben. Mats Hummels hat es von Anfang an, als er wirklich noch in absoluter Topform war, immer schwer gehabt, bei ihm Stammspieler zu werden. Erst als dann Mertesacker und Metzelder ganz aufgehört haben, ist er dann irgendwann mal in die Rolle gerutscht. Ja. Jetzt ist er derjenige, der von den dreien ja, glaube ich, der Jüngste ist und der auch schon abtreten soll. Naja. Also man muss es nicht ganz verstehen, aber wie gesagt, bei mir bleibt irgendwie so der bittere Beigeschmack von wegen, das sind auch die Spieler, die am ehesten durch ihre Erfahrung mal den Mund aufmachen könnten. Und also ich bin jetzt mal sehr gespannt, was das zum Beispiel für Matthias Ginter bedeutet, also ob er dann auch mal endlich in der Mitte spielen darf in der Nationalmannschaft oder ob es weiterhin irgendwelche Notlösungen über Außen und so weiter gibt und ob wir überhaupt die Qualität im deutschen Kader haben. Man müsste ja theoretisch mit Toni Kroos weitermachen. Toni Kroos spielt eine ganz schwache Saison in Madrid, wird da mehr oder weniger als Mr. Slow schon verlacht, weil er quasi nichts aktiv für das Spiel macht und Ich sehe da ein bisschen zweierlei Maß bei Joachim Löw. So ist es. Aber das kennen wir von ihm. Aber das ist seit Jahren so. Ja. Eine Sache noch dazu, und das kann ich mir nicht verkneifen, die mieseste Nummer daran, und da bin ich auch mit dem Wortwahl gerne auch wieder ein bisschen drastischer, offensichtlich war der DFB vorinformiert und gibt dann Sekunden, nachdem Löw mehr oder weniger aus der Tür ist, dann eine Pressemitteilung raus, wo man ihm die volle Unterstützung für diese Entscheidung zusagt. Das war wieder was den starken und soliden Charakter des Präsidenten des DFBs unterstützt. Das hat aus meiner Sicht nicht nur was mit dem Präsidenten, sondern mit dem gesamten DFB zu tun. Aber das führt jetzt zu weit. Es muss sich, nach der Ära Löw muss der DFB komplett umgekrempelt werden. Ja gut, ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, die deutsche Nationalmannschaft ist in einem kompletten Neuaufbau und die Mannschaft, die wir jetzt aufstellen können momentan, ist von den Namen her bei weitem nicht das, was wir noch vor 2 Jahren aufgestellt haben. Komisch, dass man nur einmal Weltmeister geworden ist. Ja, und wenn das in der Gegend bei der Europameisterschaft nichts wird, dann muss man sich frühzeitig von diesem Trainer trennen, weil der Trainer hat schon jetzt mehrfach mit gravierenden, nachweisbaren Fehlern die Entwicklung der Nationalmannschaft gehemmt. Und man hat trotzdem ohne Not noch vor der WM mit ihm bis zur nächsten WM verlängert. Ja, ne? Und deswegen, wenn Bierhoff und Co. da immer noch so hinter ihm stehen und so eingeschworen sind, was das angeht, dann wird sich da auch soweit nichts ändern. Da kann er auch bei der nächsten Europameisterschaft, glaube ich, kann da passieren, was er will. Ich glaube, den wird man so schnell nicht los. Wir werden weiter mit Schrecken sehen und haben dann ja auch in 2 Wochen die Möglichkeit, wenn man denn möchte, bei der Länderspielpause wieder die Mannschaft zu begutachten. Die Länderspielpause, die wir letzte Woche etwas vorverlegt hatten, wir hatten das Freiburg-Spiel ein bisschen falsch im Kopf. Es ist nämlich auch Freitagabend, also mal wieder nach längerer Zeit haben wir wieder mal ein Freitagabendspiel unter Flutlicht gegen den SC Freiburg. Unser nächster Gegner.
Ja, und nach dem Mainz-Spiel, was ja nun mal wirklich eher ein erwürgtes 1-0 war, kann man doch jetzt mal hoffen, dass man da nachlegt. Ja, zumal auch Freiburg nicht die klassische Mannschaft ist, die mauert. Ich glaube, Freiburg ist immer eine Mannschaft, die extrem gut eingestellt ist, aber trotzdem dann auch noch versucht, fußballerisch und spielerisch irgendwelche Lösungen zu finden und nicht ganz kackendreist mit zwei Viererketten zu verteidigen. Und von daher wird das, glaube ich, ein gutes Spiel. Freitagabend ist ja in der Regel nicht so das Beste für Borussia, aber ja, man muss jetzt einfach gucken, dass man auch wieder zu Hause in die Spur findet. Ja, und es ist natürlich punktemäßig auch extrem wichtig. Wir haben 46 Punkte. Wenn ich es richtig sehe, könnten wir mit dem Sieg die Punktzahl, also eine höhere Punktzahl erreichen als die ganze letzte Saison. Das wäre schon mal auch ein schönes Zwischenergebnis. Ja. Aber es ist auch klar, dieses Jahr braucht man mehr Punkte, um auch mindestens auf Platz 6 zu stehen. Und deswegen, ja, wir müssen da jetzt nachlegen, müssen diese Schmach der drei Heimspiele mit Klatschen, mit 1 zu 11 Ja. irgendwie bekämpfen. Und ja, ist die Frage, ob man das eben dann nach diesem Mainz-Spiel mit wieder etwas mehr Selbstbewusstsein, etwas mehr spielerischem Esprit tun kann. Das wäre natürlich das Allerbeste. Ja, ich nehme es ganz stark an. Also man muss ja jetzt irgendwie wieder Mut fassen und vor allen Dingen seine Heimspiele gewinnen. Das ist ja das Allerwichtigste und das hat uns ja auch in der Hinrunde ausgezeichnet. Und Freiburg ist jetzt nicht der Gegner, der Bayern war. Freiburg ist nicht Bayern, die Feststellung des Tages. Aber Vielleicht für Jogi Löw. auch wenn das Oder? natürlich immer gefährlich ist, wenn man so Gegner hat. Weil wie gesagt, Freiburg und Christian Streich, die sind einfach so ausgefuchst, da ist immer irgendwas möglich. Aber wenn man, und das glaube ich auch, wäre gegen Mainz der Fall gewesen, oder gegen Berlin oder gegen Wolfsburg, wenn man mal endlich die frühen Torchancen nutzt, Ja. läuft so ein Spiel auch ganz anders. Und das kann gegen Freiburg genauso sein. Weil dann kommt man wieder in Lauf, dann kriegt man Selbstvertrauen und ich glaube, auch wenn wir gegen Mainz früh das Tor gemacht hätten, hätte man auch klarer gewinnen können. Und das muss gegen Freiburg der Fall sein, weil in jedem der letzten Spiele, außer gegen die Bayern, da war es umgekehrt, hatte man früh Torchancen und hat sie einfach liegen lassen. Ja. Und das ist der springende Punkt. Ja, und das ist der Punkt, warum wir letzten Endes ja auch gerade gegen Wolfsburg und Berlin am Ende wahrscheinlich auch nicht erfolgreich waren und wa warum diese Serie, diese Negativserie, diese gewisse auch losgetreten wurde, weil wir uns nicht belohnen, weil wir es nicht mehr veredeln. Und ja, vielleicht ist das die Hauptaufgabe des Freitagsspiels, Tor in der ersten Halbzeit. Ja, oder am Wäre was besten noch Tor Neues. in der ersten Viertelstunde, weil die Mannschaften sind auch wenn die Teams sich gut auf das 4-3-3 im Laufe des Spiels oder in den ersten 20 Minuten dann einstellen, wenn man weiß, wie läuft Hazard, wie läuft Plea, wo sucht Stindl seine Räume, das wissen die Teams häufig nach 20 Minuten. Nur in der ersten Phase ist die Beweglichkeit unserer Offensivspieler und auch der Achter bei uns einfach schwer ausrechenbar und auch schwer, glaube ich, in der Theorie für einen Trainer zu vermitteln, sodass man da häufig die Möglichkeiten hat. Auch dann, wir haben es auch häufig gesehen, dass Wendt als Linksverteidiger dann mal viel Weit Platz hat und weit vorschiebt, ja. vorne ist. Das ist vor allen Dingen in den ersten 10 Minuten und das muss man ausnutzen. Ja, und dann einfach das Ding reinmachen wäre schön. Ja, die Debatte um das System, die wollen wir jetzt heute noch nicht, glaube ich, intensiver führen. Die ist auch aus meiner Sicht nicht nötig. Es gibt halt immer die Frage, kann man mal über eine andere Variante nachdenken? Für das Heimspiel würde ich das sowieso jetzt nicht unbedingt in Erwägung ziehen. Da ist immer nur die Überlegung, kann man Player mal in die Mitte ziehen? Kann man vielleicht auch mal mit Stindl auf der 8 agieren? Das wäre jetzt wieder so ein Moment, wo die Möglichkeit dazu bestände. Ich glaube nicht, dass Dieter Hecking das machen wird. Ich denke eher, dass eventuell wieder mal Zakaria für Neuhaus weichen muss. Könnte ich mir vorstellen. Ansonsten sehe ich wenig Wechsel bei Borussia. Gerade auch, weil man jetzt. Ginter wird wieder ins Team rücken, Wenn mit er fit Sicherheit. ist, ja, wenn er fit ist, kommt er wahrscheinlich zurück. Auch das eine Chance für ihn, wieder mehr in den Rhythmus zu kommen. Aber ja, das Wichtigste ist einfach zu gewinnen. Das steht über allem, weil dann kommt die Länderspielpause diesmal auch wirklich. Und danach kommen eben auch noch mal Spiele, wo du sagst, Düsseldorf, Bremen, die du eigentlich, wo du punkten musst, um am Ende ganz, ganz vorne mit dabei zu bleiben. Ne? Und mit einem guten Gefühl in diese 2 Wochen Pause zu gehen, wäre schon wichtig. Absolut. Ich kann Person. das Spiel ja leider nicht sehen, Ja. weil ich im Urlaub bin. Aber gut. Das Deswegen. darfst du ja auch. Das ist ja auch okay. Deswegen machen wir auch 2 Wochen Pause. Ich denke mal, wir versuchen also nach der in der Länderspielpause vielleicht eine Aufnahme hinzubekommen. Müssen wir schauen. Wenn nicht, dann würden wir uns dann in 2 Wochen wieder melden. Aber letzten Endes lassen Sie erstmal hoffen, dass wir das Spiel gewinnen. Glaubst du noch an irgendwelche Besonderheiten gegen Freiburg? Nein, also ich glaube,
warum, man muss nicht viel ändern. Wie gesagt, Matthias Ginter, vielleicht kommt wieder Michael Lang ins Team, aber ich glaube, irgendwas Gravierendes wird es da nicht geben. Also es gibt da auch keinen Grund für. Man muss einfach, wie ich das eben gesagt habe, man muss einfach gucken, dass man den Vorteil, den man hat, fußballerisch und vom Kader her einfach diesmal auch nutzt und seine Torchancen macht. Ja, zum Freiburg vielleicht kurz, du hast es schon gesagt, keine Mannschaft, die komplett radikal hinten drin steht, das ist, zeichnet Christian Streichs Team ja auch aus. Auf der anderen Seite haben sie auswärts Probleme, also das ist, ja. Sie sind zu Hause eigentlich dazu gut, wie uns auch, jetzt Hertha BSC hat es erwischt, für uns natürlich gut in gewisser Weise. Hertha hat, glaube ich, auch seit 10 Jahren oder so, hat der Reporter gestern gesagt, nicht mehr in Freiburg gewonnen. Also die haben zwei Torvorbereitungen übrigens von Grifo, ja. Eine davon sehr schön. Ist natürlich eine kleine Geschichte, die interessant werden könnte. Er scheint ja jetzt tatsächlich nach Gladbach, nach Hoffenheim, wo es nicht lief, seine Heimat wieder gefunden zu haben. Da läuft es wieder. Ja, ist doch schön. Er in Kombination mit Petersen vorne ist gefährlich. Waldschmidt, also die haben schon ein paar ganz gute Leute da in der Offensive. Wie gesagt, bis jetzt eigentlich eher immer zu Hause gefährlich, aber wir müssen auf der Hut sein. Auf der Hut sein. Nichtsdestotrotz. Borussia wird das Spiel machen. Borussia muss ein frühes Tor schießen und dann, glaube ich, dann macht der Kopf auch mal wieder auf. Und vielleicht sehen wir dann auch mal wieder ein schönes Spiel, schöne Kombinationen. Das würde ich mir einfach auch mal wieder wünschen, weil die letzten 3 Mal im Borussia-Park war schon harter Stoff. Ne? So ist es ja. Und ich nehme den Optimismus aus dem Main-Spiel mit, wo ich auch an Sieg geglaubt habe und glaube auch, dass wir gegen Freiburg mit 3 Punkten die 3 Punkte hier behalten. Ja, dein Wort in Fußball Gottes Ohr. In diesem Sinne. Soll ich noch darauf hinweisen, wo wir zu finden sind? Wenn du das möchtest, darfst du darauf hinweisen, ja. Das hören doch sowieso nur die Leute vom Podcast. Von daher, und die hören uns ja schon auf www.tribünenhocker.de zum Beispiel. Da ist der Podcast immer natürlich kurz nach der Aufnahme online. Ansonsten bei iTunes oder Spotify mittlerweile, glaube ich, auch. Und sonst natürlich im Internet zu finden. Ansonsten auf YouTube. Auf dem Fohlenkanal gibt es unsere Videos unter der Woche. Das Hauptvideo ist natürlich auch schon auf der Website kurz in die Woche verlinkt, das komplette Video. Und dann bei Twitter und Facebook @Fohlenkanal. Und weil auf Twitter doch ab und zu mal zum Tagesgeschehen, ob es jetzt Löw betrifft oder Raphael-Verlängerung, da kommt dann immer mal wieder so ein kleines Statement. Wer darauf Lust hat, kann sich das gerne anschauen. Ja, sehr schön, genau. Wir machen auf jeden Fall eine Pause, hoffen dann auch entsprechend danach in einen Kandidaten für die Champions League kommentieren zu dürfen. Das ist immer das Beste. Borussia steht ganz gut da. Wir sollten uns nicht von der miesen Stimmung der letzten Wochen jetzt komplett runterziehen lassen, ja. Glaube ich. Was will man mehr? 1-0 in Mainz gewonnen. Und ich halte es mal mit der Atmosphäre gestern beim Sportstudio, als Dieter Hecking frenetisch gefeiert wurde. Optimismus. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir haben immer noch eine tolle Saison und die sollte einfach jetzt diesmal auch toll enden. Ja, so ist es. Ja. Vor allen Dingen in diesem Sinne würde ich dann sagen, macht es gut, schöne Woche, ciao. Tschüss.